Wir schauen jetzt erstmal das Blind Date hier. Ich töte Taylor Swift. Weil den Termina-Vlog will ich genießen, Bro. Ich töte Taylor Swift. Oh mein Gott, das ist bodenlos. Oh Gott. Ohne Spaß, ich will gar nicht in diese Hippie-Rolle gedrängt werden. Ich komme nicht drauf klar, das ganze Date wird zum Scheitern verurteilen. Was ist das, Essig? Oh oh. Digga, was ist mit ihm? Was macht mein Kumpel Ritalin? Das Essig? Oh Gott, ist das disgusting, Digga. Das ist es, glaube ich, nicht. Date or fake? How many lies I cross for love? Aha. Hallo, ich bin die Alexis, komme aus Berlin, bin 27 Jahre alt, bin Content Creator auf... Digga, ich will wissen, wie viel Alexis im Monat macht. Vorher kann ich nicht ruhig schlafen, das müssen Mills sein, Bro. Auf sämtlichen Plattformen, hauptsächlich auf Instagram und Twitch. Ja, man kann mit mir Pferde stehlen, man kann sich sehr auf mich verlassen. Was kann man? Lassen, das auch. Oh, was soll ich noch sagen? Ich bin einfach eine coole Socke. Bin sehr gespannt, ob der Mann, den ich heute kennenlerne, wirklich auch der Mann meiner Träume sein wird. Ich realisiere gerade, das ist wirklich mein erstes Blind Date. Ich hatte noch nie ein Blind Date. Also wie ich mein Date heute überzeugen möchte, ist ganz einfach. Mit mir kann man Edeka klauen. Bro, ich muss sagen, Bro, ich darf ja offensichtlich, also wie sage ich das jetzt? Chat, kennt ihr Selbstbedienungskassen? Ich war letztens in einem Laden, den ich namentlich nicht nennen möchte. Und da gab es, finde ich voll geil von denen, so eine Rabattaktion habe ich noch nie gesehen, da gab es bis zu 100%ige Rabattaktionen an der Selbstbedienungskasse. Ist wirklich wahr. 100%. Einfach Artikel kostenlos. Ey, yo, ich bin... Was geht? Mein Name ist Ritalin. Ihr könnt mich aber auch Adrian nennen, weil heute bin ich hier privat. Ich bin Musiker und ich komme aus Berlin. Wahrscheinlich kennt ihr mich aus dem Internet. Sie sieht so wie Dua Lipa aus. Bei meiner Musik geht's um was und das macht mich aus. Und es klingt jetzt vielleicht abgehoben, aber es ist so. Ihr müsst auch übrigens ab und zu diese Dinger reinschneiden, die wir draußen aufgenommen haben, wo es so aussieht, als wäre ich so nicht gestellt, so rumgelaufen und so. Zum Beispiel jetzt. Okay, geil. Ohne Spaß, ich glaube, ich kann auf viele Dates gehen, wenn ich will. Aber ich habe so viel zu tun, Mann. Wenn ich auf ein Date gehe, dann muss es richtig lustig sein. Wie würde ich mein Date heute von mir überzeugen? Gar nicht. Weil, wenn es passt, dann muss man nicht überzeugen. Oh mein Gott! Dicker? W's, Bro. Ich schreibe ein Buch. Ich glaube, ich schreibe ein Buch. Mir egal, wenn du mir das nicht glaubst. Herzlich willkommen zu Date of Fake. Hier treffen zwei fremde Personen aufeinander und lernen sich näher kennen. Das Ganze wird mit einem zauberhaften Essen von Zeddo persönlich begleitet. Aha. Im Spiel um die Silbermünzen zeigt sich schnell der wahre Charakter vieler Teilnehmer, der im Anschluss bei der Entscheidung auch schon getestet wird. Wählen Sie heute die Liebe oder das große Geld. Ja, wir haben zwei bezaubernde Kandidaten. Was, meine Fetten? Hier rechts und links von mir stehen. Die Dame darf natürlich zuerst den Silberpreis. Egal, wenn du mir es nicht. Der Silberpreis. Bevor das Date losgeht, dürfen beide Teilnehmer am Rad drehen, um so ihren persönlichen Silberpreis zu bestimmen. Ja, 30 Euro oder was? Im Laufe des Dates werden sie die Silbermünzen verdienen können. Entscheiden Sie sich gegen ein zweites Date mit der anderen Person, können Sie den Wert Ihrer Münzen in Euro mit nach Hause nehmen. Drehen. Perfekt. Oha. Okay. Egal, jetzt darf der Herr einmal. Okay. Habt ihr gemerkt? Einfach genau die gleiche Reaktion. Gut. Man kann mir nichts ansehen. Ich hatte noch nie ein Blind Date. Ich habe ein bisschen Angst. Was, wenn wir uns gar nicht verstehen auch? Ich habe Angst, dass ich dann so nervös bin und dann die ganze Zeit rede. Ich rede ja voll viel immer. Das mit den Augen zu und ich weiß nicht, wer vorher gleich da sitzen wird, finde ich ganz komisch. Gefällt mir nicht. Aber ich lasse mich jetzt trotzdem drauf ein. Ich sitze ja nun mal jetzt hier. Die Kerzen leuchten, auch wenn sie ein bisschen schief sind. Und ich würde sagen, ab in die Küche. Ab in die Küche. So. Moin, ich bin Alexis. Adrian, okay, nice Adrian, freut mich. Hi. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn jetzt okay. Also ich fand ihn, also er wirkte sympathisch. Aha. Und das hat auch gezählt. Mega schön. Bro, also ich muss dazu sagen, es ist von vornherein klar, dass Adri und Alexis niemals passen. Ja, absolut, ich hatte keine Erwartungen. Halt deine Fresse, Clip. Ich hatte auch keine Vorstellung, aber voll hübsch, auf jeden Fall. Lass uns hinsetzen, oder? Damn, warst du aufgeregt? Ich muss sagen, ein bisschen. Ich hatte noch nie ein Blind Date vorher. Hatte ich noch nicht. Aber ihr seht euch ja faktisch, oder was? Ich möchte, dass ich dir endlich die Augenbinde abnehmen konnte. Ich sage ehrlich, ne? Nur so vom Beobachten finde ich die süß zusammen. Nur so vom Beobachten.
Wir sind jetzt in Köln. Ja. Bist du hierher gefahren? Ja, ich bin mit dem Zug hergekommen. Also ich wohnst nicht hier? Nee, ich komme aus Berlin. Ich auch. Ehrlich? Ja. Ah, oha. Das haben die wahrscheinlich schlau ausgesucht. Bist du in der Öffentlichkeit irgendwie auch tätig? Auch so ein bisschen. Cool, was machst du denn? Ich mache Musik. Ah, irgendwie sieht es auch aus ein bisschen wie so ein Musiker. Wirklich? Mit der Cap nach hinten so. Ach so, ja. Ich finde es ziemlich cool, dass er Musik macht. Das ist nochmal was ganz anderes so, als ja. Das, was ich mache. Boah, ich muss aber auch sagen, Adri ist schwer zu knacken, Bro. Wenn du das erstmal mit dem redest, denkst du, er hasst dich. Man kann dann so ganz interessante Gespräche haben und auch eine extrem coole Zeit, weil er kann mir viel von seinem Job erzählen, ich von meinem. Ja. Cool, aber was machst du für Musik? Keine Ahnung, was ist. Ich glaube, man nennt es Indie-Rap. Indie-Rap? So indisch. Indische Musik. Indischer verfickter Rap? Nee, Indie. Kennst du Indie-Musik? Indie-Musik? So mit so dreamy E-Gitarren und dann kommt so echte Drums. Das war ein sehr schüchterner Anfang, liebe Frau. Oh nein! Aber hier in der Küche wird's nicht so schüchtern, denn heute gibt's Kartoffelpizza. Habt ihr das schon mal gehört? Nein? Hat meine Mama immer früher gemacht. So siehst du auch aus. Plus eins und weiter geht's. Das Rezept für euch eingeblendet natürlich. Boah, sieht geil aus aber, Bro. Für die, die es fleißig zu Hause nachkochen wollen. Sieht schon low-key geil aus. Sieht aus wie ein Flammkuchen. Ja, das war's. Es geht super easy, super einfach. Man kann es belegen mit was man will. Deshalb, ich zeige euch sofort, wie es geht. Aber ich würde sagen, ich hole mir erstmal die Getränke ein. Und dann wird so über Liebe gesungen? Und so, Beatles? Mäßig. Beschreib's. Wie die Beatles. We all live in the yellow submarine. Hast du gerade was für Musik, du machst? Ist schwierig, kannst du es mal erzählen? Ich würde sagen, du zeigst einfach mal was. Ja, ich würde auch gerade sagen. Ja, kannst du dir einfach was vorsehen? Ja, klar. Nee. Wir haben auch eine Boombox am Start. Ihr gebt mir mal eure Getränke. Habt ihr schon die Karte geguckt? Nee, ne? Was willst du denn trinken? Trinkst du Alkohol? Ich trinke nicht, während die Kamera läuft. Wir haben Nerven. Naja! Ich würde tatsächlich eine Apfelschorle trinken. Ja, kannst du ja machen. Apfelschorle! Okay. Eine Apfelschorle, ein Whiteberry Lillet und ihr kriegt noch eine Boombox gleich. Nee, eine Boombox? Warum ist jetzt? Okay, super. Oh. Okay, was machst du denn? Ich bin Content Creator. Also ich mache Instagram, ich mache Twitch. Was machst du auf Twitch? Ich mache hauptsächlich eher so Reisecontent. Okay, und wo reist du dann so hin? Ich hatte jetzt ein Format, Alex Theron's World, da bin ich durch die Welt. Du warst überall sozusagen. Was heißt überall? Ich war jetzt bisher in 6 Ländern. Das ist ja so geil. Das ist ja eigentlich Traumberuf. Ja, ich liebe das auch. Ich glaube, so sehr verschiedene Lifestyles können schon so Problempunkte sein in Beziehungen. Deswegen glaube ich, ist gar nicht so schlecht, wenn man so aus, jetzt nicht der gleichen, aber aus irgendwie so einer ähnlichen Branche kommt oder so. Das heißt, du fliegst viel. Ja, obwohl ich Flugangst habe. Ich habe neulich wieder diskutiert mit jemandem darüber, dass ja Fliegen so schlimm ist. Also du meinst wegen Umwelt? Ja. Von Strecken innerhalb von Deutschland und so ist nicht so gut. Ja, ich finde es nur witzig, wenn Leute das sagen, die Fleisch essen. Wenn Leute mir sagen, ey, Fliegen ist so schlecht, dann essen die Fleisch. Ich esse Fleisch. Oh, oh. Okay, bist du Vegetarier? Ich war eine Zeit lang Veganer sogar, ja. Wow. Aber jetzt bin ich Vegetarier, ja. Ah, finde ich cool. Ich finde es sehr gut. Ich wäre auch gerne Vegetarierin. Was hätte ich ab? Ich bin einfach, ehrlich gesagt, dann oft zu bequem. Also ich hab Dankeschön. Sprechen. Ja, ich weiß, das Gespräch jetzt beim ersten Date ist Katastrophe eigentlich. Weißt du, was wir kriegen? Zu essen? Ja. Fleisch, Steak. Freust Mega du dich? Mega Bock, ja, ich hab ultra Bock. Kannst ja für mich ein Stück probieren. Was ist das denn? Nee, das würde ich nicht machen. Was ist das denn? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, jetzt. Sagt ihr, dass das ein Match oder nicht? Sag ehrlich, diese Kombi, Rapper, Influencerin, weiß nicht, schon ein paar Mal schiefgegangen. Noch eine Boombox dazu. Was muss man machen, um dann... Guck mal, ey, Zeddo ausgenommen, ich mag Zeddo. Welcher nennt diese scheiß Bluetooth-Boxen Boomboxen? Hat jemand eine Boombox? Bro, wenn diese Frage in einem Homie-Kreis oder in so einem Chill-Kreis auftaucht, hat jemand eine Boombox? Hat jemand eine Boombox? Bro, macht der gleich so? Bro, macht der gleich Baby-Freeze? Bro, fängt der gleich an zu Freestyle? Macht der gleich hier den? Yo! Hat jemand eine motherfucking Boombox oder was? Will jemand ein bisschen spitten oder was? Yo! Bluetooth-Box. Damit zu kommen? Achso, ja, also ich nehme immer mit meistens welcher andere nennt das Creator Boombox? Mit, die halt auch irgendwie Streamer sind. Musikbox? Ja, vielleicht auch mal in Zukunft auch irgendjemanden da mit einer Gitarre oder so. Voll gut. Kannst du Gitarre spielen, Bro? Nur Box? Oder ja, Box, Digga! Okay, wir müssen uns einigen auf nur Box. Er meinte doch, er macht Gitarre. Nee, ich nicht. Nee. Also, ich wollte nur erklären, was Indie bedeutet. So. Ja, ist, also guck mal hier. Ich mach jetzt nicht meinen Song an, Bro. So. Ich hab so einen Song, der hat nichts mit Indie-Rap zu tun. Da rapp ich einfach nur. Du kannst. Egal, Hauptsache ihr versteht euch. Sie muss dich verstehen, so der Rest ist mir egal. Oh Gott, das ist voll unangenehm. Okay, lass uns mal anstoßen. Ey, cheers. Cheers. Schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass du hier bist. Ist sie abgefuckt schon?
Rate the Date, wie ist das Date bis jetzt für dich? Oh ja, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen noch warm werden, aber langsam wird's so. Ah krass, also du hast das Gefühl, das geht gerade, ist gerade schwer. Also nee, ich hab ehrlich gesagt das Gefühl, wir haben gar keinen so Vibe, weil, warte, nein, ich glaube, dass du findest mich extrem... Bro, wie er guckt und nickt, ist krass. Wir haben gar keinen so Vibe, weil, warte, nein, ich glaube, dass du findest mich extrem unsympathisch, weil ich mäßig sage, ich finde Fleisch toll und habe nicht direkt verstanden, welche Musikrichtung, weißt du? Nein, also ich finde dich absolut gar nicht unsympathisch. Ah, okay, gut. Wir machen so kleine Chips, die sozusagen den Pizzaboden am Ende des Tages. Und weißt du was, Sedo, das gönne ich dir richtig. Ich persönlich würde aber lieber das Date jetzt weiterschauen. Okay? Formatou, genau. Super, ja, easy, okay. Pizza geformt, ja, Bro, ich vegan. So. Ja. Veganem Streukäse. Als du hier standest. Ja. Mit der Augenbinde. Ja. Eine Vorstellung, wie du aussiehst, hatte ich nicht. Das hatte ich auch nicht. Aber ich hatte eher so... Also ich, aber W, dass Sedo da vegan kocht. Ich habe mich eher so gefragt, so, isst die Fleisch? Nein, Spaß, aber so... Das glaube ich dir. Ja, ich fand's witzig. Ich glaube, es wurde einfach irgendwann so zu so einem Running Gag. Also ich find's nicht schlimm, wenn mein Partner Vegetarier wäre. Ja, warum auch? Hä? Aber er war sehr so fasziniert davon, obwohl er sehr null davon überzeugt war, dass er nicht so ist. Was möchte ich denn noch so über dich herausfinden? Stimmt, du kannst mir mal Fragen stellen. Bist du auch viel auf Reisen oder was machst du so die meiste Zeit? Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Echt, ja? Na klar. Okay, so, also du bist nicht viel unterwegs. Doch, ich bin die ganze Zeit unterwegs tatsächlich. Ah, wirklich? Zum Beispiel auf Festivals. Ich bin so gespannt, ob heute ein Sparschwein hinfällt. Gott. Weil gerade, es sieht aus wie ein Vibe, aber ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht einschätzen. Boah, ich muss kurz Adri anrufen. Adri, Digga! Ich bin live, man hört dich, Bro. Pass auf, wir schauen gerade das neue Blind Date, das ist heute rausgekommen von dir und Alexis. Oh nein. Mhm. Oh ja. Und ich gucke mir das gerade an. Du machst einen sehr sympathischen Eindruck, der Chat feiert dich. Vegetarian W getaggt. Jetzt stelle ich mir nur eine Frage, Adri. Hast du ein Mädchen geküsst und sieht sie zufällig so wie Dua Lipa aus? Weil wenn ja... Sie sieht 1:1 wie... Sie sieht 1:1 wie Dua Lipa aus. Ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Guck mal, Bro, ganz kurz. Dieser Alexis sieht ja absolut nicht aus wie Dua Lipa. Das stimmt. Die habe ich nicht geküsst. Die hast du nicht geküsst? Ja, wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Mädchen geküsst habe, die aussieht wie Dua Lipa? Sehr gering. Mega hoch, Bro. Warst du, hast du wirklich ein Mädchen geküsst, das so aussieht wie Dua Lipa? Wir waren im Bergheim. Ich und die Jungs. Wir waren alle mies raus. Und dann sind wir wirklich ohne Spaß. Sind wir irgendwie an so einen Moment gekommen, wo meine Jungs auf einmal weg waren. Niemand ist mehr an sein Handy gegangen. Und ich habe auf dem Dancefloor so ein Girl gesehen. Da dachte ich mir schon so, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Bruder, weiß ich, ob es Dua Lipa war? Nein. Aber sie sah 1:1 aus wie Dua Lipa. Wir haben geredet, Bro. Wir haben kurz was zusammen gemacht. Wir haben was getrunken und so. Was habt ihr zusammen gemacht? Über Gefühle geredet. Okay. Und Dicker, dann, ungelogen, wir haben dumm rumgemacht, Bro. Und dann kam ihre Freundin. Und die sind halt reingezeckt, glaube ich. Aber ihre Freundin hat auf jeden Fall gesagt, lass mal zusammen auf Toilette gehen. Danach habe ich sie nie wieder gesehen, Bro. Im Bergheim, du verlierst alle. Bro. Und dann habe ich meine Jungs getroffen, dann habe ich meinen Jungs gesagt, Bro, dass sie wirklich nur geküsst. Aber was ist, wenn das wirklich Dua Lipa war? Also wir haben Englisch gesprochen. No way. Ja, wir haben Englisch gesprochen. Aber Bro, keine Ahnung, als ob Dua Lipa mich küssen würde. Ich bin schon lustig und so. Ich habe schon dumm Charisma und so. Aber dicker Dua Lipa, weißt du, also ich, Bro, dass ich wirklich im... Boah, aber war das im Bergheim? 4-5 Monaten, ja. Man müsste mal checken, ob sie in der Zeit da war. Hier ist ein Post von vor 3 Monaten. Na, Bro, ich bin ein Berliner. Nein. War Dua Lipa im Bergheim in 2024? Guck, ob das ChatGPT weiß. Digga, was? Ja, Dua Lipa war tatsächlich im Bergheim in Berlin im Jahr 2024. Sie besuchte den berühmten Club während ihres Aufenthalts in der Stadt. Ihr Aufenthalt in Berlin fand im Rahmen ihrer... Bro, no fucking way. Ich rufe ihn jetzt nochmal an. Ich muss ihn nochmal anrufen. Bro. Gut, okay. Was geht? Bro, ganz kurz nur. Wir haben gerade mit Chat recherchiert, okay? Dua Lipa war in 2024 im Bergheim im Juni und hat sogar einen Insta-Post gemacht, wo sie in Berlin ist. Du musst, ey, wenn Dua Lipa, wenn irgendwann so ein deutsches Interview gibt, wenn irgendein deutsches Magazin Dua Lipa bekommt als Interview, Digga, dann muss diese Frage gestellt werden. Wir waren Sonntag, 9. Juni da. Ja, die Frage ist, ob sie am 9. irgendwo anders gespielt hat, ne? Oh, true. Warte, ich frag? Nee, am 9. Juni war Dua Lipa in Kroatien. Besser so, weil dann sah sie wirklich nur aus wie Dua Lipa, aber sie war nicht Dua Lipa. Das wäre jetzt ein dummer Film. So, unser Essen ist fertig. Richtige Zeit. Also auf dem Blech und dann in den Ofen. Ja, auf dem Blech kennt sich auf jeden Fall Ritalin aus. Tatsächlich, ja, aber nicht so wie du. Okay. Ich bin viel unterwegs, aber in Deutschland. Ach so, okay. Ja, also da, wo du mal weg willst. Ja, da, wo ich mal weg will. Ja.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Du bist mir ein bisschen zu zurückhaltend. Ich glaube, das muss jetzt alles hier sehr... Zieh mal am besten dein Pullover aus, damit man so ein bisschen mehr Brusthaare sieht. Okay. Und jetzt zeig mal zwei, drei Songs von dir. Nee, ich zeig euch ein. Bist du nervös, wenn du... Welchen zeigst du? Nee. Bro, meine Musik ist geil, okay? Okay. Ich bin nicht nervös. Mein Digga, ist halt unangenehm jetzt. Sag nochmal, wie unfassbar du willst, dass ich den Song anmache. Ich möchte unbedingt, dass du den Song anmachst. Dann mach ich halt den Song an. Oh. Komm, Baby, mit dir ist ein bisschen teuer. Ah, shit, das hab ich nicht bestellt. Jede deiner Taschen ist immer eine neue. Du tanzt mir auf der Nase rum wie Tinkerbell. Wow. Eigentlich steh ich nicht so auf Bougie, Babe. Das ist der einzige Grund, dass ich KDW gehe. Und ich fick trotzdem Kapitalisten und die FDP. Ganz ehrlich, der Song ist, als hättest du ihn für sie geschrieben. Ja, dann warst du so komplett. True, eigentlich fängt. Teuer Tasche. Ich weiß, mir ist auch aufgefallen. Also, das hat gerade wirklich optimal gepasst. Bro, eigentlich ist das hier gerade so Zickenkrieg-mäßig. Wenn du diesen Song hörst, dann siehst du mich. Ja. Den Song, muss ich sagen, fand ich gut. Ich war sehr überrascht, weil ich habe mir irgendwie was ganz anderes bei ihm vorgestellt. Bruder, das passt so perfekt. Warum spiele ich ausgerechnet den? Das war ja nicht mal eine bewusste Entscheidung. Was wirklich? Sagst du? Was sagst du? Kommt jetzt? Ich habe wirklich was ganz anderes gedacht, irgendwie an so ein bisschen Hippie-Musik. Das ist ja gar keine Hippie-Musik. Sehe ich aus wie ein Hippie? Also, okay. Naja, also Adri, also Bro, du sitzt da in einem Unterhemd und mit einer umgedrehten Fitted Cap, Bro. Nice. Ja. Endlich mal was dich positiv überrascht. Ja, aber das, was du singst, Also Dalinma oder was? Singen, sagt man, ne? Ist ja kein Rap. Das ist so tatsächlich Story of my life. Ich drop die härtesten Bars. 3,8K kostet diese Tasche. Und dann wird gesagt, ist aber kein Rap. Also ich finde, es läuft ganz gut bis jetzt. Oder nicht? Also ich hoffe jetzt, dass wir jetzt zum Essen lockerer sein werden und intensivere Gespräche haben können und nicht so oberflächlich. Ey, ohne Scheiß, kann auch werden. Was ist das, Bro? Also Kartoffelpizza. Deins ist halt vegan, ne? Sieht es halt ist halt vegan. Jetzt esse ich das, was du so isst. Nein, deins ist nicht vegan. Ah, nee? Nein, ich gebe dir doch nichts Veganes, wenn du nichts Veganes willst. Hör mal. Was? Ich esse ja jetzt manchmal wieder Käse und so. Ohne Spaß, ich will gar nicht in diese Hippie-Rolle gedrängt werden. Ey, weißt du was? Vielleicht will ich mal von dir probieren. Ja, kannst du sehr gerne machen. Leute, ich habe keine Tischmanieren. Könnt auch mit schlimm. Der Hand essen. Ich habe auch keine Tischmanieren. Ich schmatze auch. Ja, ist nicht schlimm. Wirklich nicht. Dich stört's nicht, wenn ich schmatze. Ja, probier es auch erstmal aus, vielleicht merke ich das dann, dass es schlimm ist. Ich mache auch, ich habe so einen riesigen Mund, ich mach's jetzt rein, warte. Haben wir so ein Bett oder so? Ey, ich lasse euch nochmal kurz alleine. Ich habe keinen Bock, ich esse jetzt mit der Hand. Ist ja eine Pizza, kannst du machen. Das ist krank jetzt. Holy shit. Oh, das ist heftig. Das ist tatsächlich mega lecker. Ja? Mhm. Ich lasse euch mal wieder alleine. Ich komme zum Abräumen und dann spielen wir mal ein bisschen was, ne? Mhm. Alles klar. Was ist dir denn so wichtig in einer Beziehung? Also wie stellst du dir deine Frau vor? Das ist so geil. Vor? Du bist schon so ein Draufgänger. Das ist eigentlich so Mutti mit kleinen Jungen am Tisch. Ah, ne? Was meinst du damit? You're a bad boy. Ja, also mir ist safe aufgefallen. Bro, ich glaube legit, Alexis denkt die ganze Zeit, dass Adri sie verarscht. Aber Adri ist einfach straight up nur himself. Jetzt nicht so krank angekommen ist, wenn ich mal was Lustiges sagen wollte oder so. Ich glaube, ich fand mich heute auf jeden Fall ein bisschen witziger, als sie mich fand. Also ich kam mit seinem Humor gar nicht klar. Ich habe es wirklich versucht und ich habe versucht, so ein bisschen diesen Vibe mit einzufangen, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich passe mich allen Menschen an. Ich komme mit allen Menschen klar, aber da... Das stimmt, Alexis ist immer sehr lieb. Sehr lieb und sehr höflich. Sie wirkte bis jetzt immer, ich kann eigentlich nur Gutes von Alexis sagen. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten. Ey, ich danke dir doch. Wir haben leider keine Servietten, aber... Ey, ich liebe Sedo. Leute, abonniert den Kanal. Ich habe es jetzt schon gemacht, Sedo. Du musst es nicht mehr machen. Ich habe mies gekleckert. Meine Hände sind jetzt schmierig. Also nicht du lachst nicht über meine Witze. Rate the date. Das Date hat noch gar nicht richtig angefangen. Ich finde, wir haben immer noch nicht wirklich geredet. Okay, weißt du was? Jetzt reden wir mal. Ich beantworte jetzt deine Frage. Wie stelle ich mir Ich werde Sedo nicht abonnieren, solange er Minderjährige daten lässt. Frau, pass auf. Wenn ich eine Vorstellung hätte, wie meine Traumfrau aussieht... Dann hättest du sie schon. Rein optisch passen die schon gut. Muss ich ehrlich sagen, liebe Freunde. Schon süß. Ich meine einfach nur, was ist dir wichtig bei einer Frau? Das ist eine andere Frage. Ja, was stimmt, mir wichtig? Recht. Verständnis. Verständnis? Mhm. Verstehst du?
ich weiß nicht, so Humor versteht. Voll, voll, voll. Weißt du, Ironie zum Beispiel. Ich verstehe zum Beispiel gar keine Ironie, deswegen, ich habe voll Schwierigkeiten. Echt? Manchmal so, ja, ich habe wirklich, ich hab's wirklich schwer mit Ironie. Wirklich? Wirklich. Mhm. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ja, ich merk's. Ja. Okay, was? Wirklich? Was hat er gemacht? Manchmal so, ja, ich habe wirklich, ich hab's wirklich schwer mit Ironie. Wirklich? Wirklich. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ja, ich merk's. Ja. Okay, krass. Ja. Gell. Wie stellst du dir denn deinen Traummann vor? Ist dein Typ Mann so Bad Boy? Auf gar keinen Fall. Es gibt ja immer so diese Stories, in denen man sagt, ja, die Frauen stehen auf so auf Bad Boys, ne? Darauf willst du hinaus wahrscheinlich. Nee. Ich will darauf hinaus, dass du gesagt hast, ich bin Bad Boy. Und deswegen wollte ich testen, ob du ach so, auf Bad Boys stehst. Ich stehe auf gar keinen Fall auf Bad Boys. Sie kann ja nicht innerhalb von 45 Minuten so checken, ob du ein Bad Boy bist oder nicht. Nee, dafür muss man dich, glaube ich, länger kennen. Aber ich glaube auch, du bist so ein lieber Junge. Oder? Ja, glaube ich echt. Ja. Ich habe nicht so das Gefühl, du bist so auf Macho und Protzi. Duh. Ich habe euch was mitgebracht. Weil wir kommen jetzt zum spannenden Teil des Dates. Oh. Und zwar spielen wir zusammen ein Spiel. Ihr dürft eine der drei Spiele gemeinsam auswählen. Ich lasse dich entscheiden. Weil, weißt du was? Ich bin Gentleman. Na gut, okay, dann nehmen wir diese Karte. Dann darfst du sie einmal laut vorlesen. Shot der Wahrheit. Dieses Spiel heißt Say It or Shot It. Doch bei uns geht auch beides. Say It or Shot It. Shoutout. Kurt Cobain, Teilnehmern insgesamt 5 Fragen vorlesen. Ich glaube, Kurt Cobain wollte auf gar keinen Fall die Wahrheit sagen bei diesem Kärtchenspiel. Beantworten Sie eine Frage, bekommen Sie eine Silbermünze für Ihr Sparschwein. Trinken Sie zusätzlich auch noch einen Ekelshot, bekommen Sie eine zweite Münze. Wenn Ihnen die Frage allerdings zu privat ist und Sie lieber nicht antworten möchten, bekommen Sie natürlich keine Münze und müssen als Strafe den Shot trinken. Wenn Sie diesen auch nicht trinken wollen, müssen Sie die zweite Münze an Sedo abgeben. Aha. Insgesamt können bei diesem Spiel also bis zu 10 Silbermünzen verdient werden. Also rein in der Theorie, wenn ihr auch beispielsweise gar keinen Shot trinkt. Bruder, ich hab's gerade gerochen. Könnt ihr. Ich hab gerne gerochen, das ist so eklig. Könnt ihr ja trotzdem 5. Oh Gott. Was ist das? Sein, dass irgendwas davon so sehr schlecht für den Magen ist? Alles kann man im Supermarkt, also ist im Supermarkt erhältlich. Bruder. Es ist kein Alkohol. Waschmittel ist auch im Supermarkt erhältlich. Gib ihm. Shot der Wahrheit, Frage 1. Die gegenüber sitzende Person wird dir in einer Dating-App angezeigt. Matchst du oder wischst du sie weg? Alexis, nur vom Optischen, an. Nur vom Optischen. 5, 4, 3. Ich würde einfach matchen. Du? 5, 4. Rechts swipe. Da habt ihr euch die erste Münze schon verdient. Wow. Wollt ihr den Shot noch hinterher trinken? Also man kriegt eine extra Münze dann. Genau. Okay, wo ist der erste? Der linke. Das heißt doch, warte mal, stopp! Das ist unterbewusst schon ein Zeichen dafür, dass Alexis das Geld jetzt schon will. Dass sie sich jetzt schon fürs, weißt du, sie trinkt jetzt nochmal, damit es noch eine Münze on top gibt. Wollt ihr den Shot noch hinterher trinken? Also man kriegt eine extra Münze dann. Genau. Okay, ich trinke. Auf den! Ja, den kann man trinken. Oh, das ging schnell. Zitrone Scheiße, halt, oder? So schlimm. 5, 4, das heißt Zitrone, drei, oder? Was ist zwei. Das? Oh, ich hab die ganze Zeit Gänsehaut zu uns, Bro. Ich hab schon auf Mike Wallers ihm seinen neuen Witz reagiert, ja. Mit einer der entspanntesten. Übertreib nicht. Oh, ihr dürft euch 2 Münzen in euer Sparschwein jeweils. Das könnten jetzt theoretisch schon 100 Euro sein. Frage Nummer 2. Oh. Nenn mir eine Sache, die dir an der anderen Person nicht gefällt oder negativ aufgefallen ist. Falls euch nichts einfällt, kriegt ihr auch keine Münze. Ist nicht schlimm, aber kriegt ihr halt keine Münze. Wir fangen beim Herrn an. 5, 4. Dass sie Fleisch isst. Most Def, klar. Er will nicht zu sehr darauf eingehen. Das war Most Def. Richtig schlau, ja. Geil. Okay, du darfst. 5, 4, 3. Dass er kein Fleisch ist. Dass er draufdringerisch rüberkommt irgendwie. Ihr habt beide die Frage beantwortet. Das reicht auf jeden Fall. Der zweite Shot muss innerhalb von 5 Sekunden aber getrunken werden. Aber warte, ich muss erstmal riechen. Oder nicht. 5. Ja, was ist das? 4. Ah, der Shot 3. 2. Ah, müssen wir. 1. Oh Mann. Ne, müsst ihr nicht. Dann kriegst du keine Münze. Passt. Okay. Nummer 3. Schätze den Bodycount des anderen. Oh shit! Müsst ihr nicht machen, dann kriegt ihr halt keine Münze. Du fängst an. 5, 4. Wenn er drei, beantwortet. 14. 2, 14? Mhm. Ich würde bei dir. 3, 20. 3. Also nickt. Das ist. Rote Beete-Saft, ne? Richtig. Das wollte ich schon immer mal probieren. Na dann. Zähl an. 5, 4, 3, 2, 1.
Boah, ich hätte da so keinen Alter, nee, rote Beete, ne? Finde ich wirklich beschissen, Digga. Ich gebe euch Respekt. Das Ding ist, die ekligsten kommen noch. Das, was danach kommt, wird komplett eklig sein. Ich weiß es zu 100%, weil ich habe schon gerochen, was es ist. Ja, ich will auch wissen. Was ist es? Okay. Ich weiß nicht, ob ich das trinke. Zwei Münzen für beide jeweils. Die nächste Frage. Wie attraktiv ist der andere für dich? Nein, Bro, rote Beete ist wirklich beschissen, Bro. Wir fangen bei Alexis an. Radieschen, geil. Radieschen. 5, 4, 3, ich würde sagen, 2, 1, 7. Ich habe ein Mädchen geküsst. Was ist denn los jetzt? Ich habe 7 gesagt. Bitte jetzt so Grillengeräusche. Grillengeräusche rein. Okay, du darfst. 5, 4, 3. 10 von 10. Süß. Das ist wirklich süß. Okay. Weil ich bin ein Gentleman. Nein, oh mein Gott, nein, das ist nicht gut. Weißt du, was nämlich ein Gentleman ist? Nee, ein Gentleman ist pretentious, der ist nicht echt. Die machen Sachen auch einfach nur, um zu gefallen. Ich habe mich schon sehr gefreut, nur danach hat er direkt gesagt, ja, das würde ein Gentleman sagen. Deswegen weiß ich nicht, ob sein Kompliment vom Herzen kam oder nicht. Aber erst ein Kompliment zu machen und dann zu sagen, ich bin ein Gentleman. Also ich habe es nur gesagt, weil ich ein Gentleman bin, ist nicht gut. Nein, ich meine, du bist eine ultra attraktive Frau, das muss man niemandem erzählen. Okay, danke schön. Okay, das trinke ich nicht. Du kannst ja trinken. 5, 4, 3, 2, 1. Was ist das? Essig? Ist das Essig? Alter! Oh Gott. Yo, what the fuck, man? Disgusting, Digga. Das ist so eklig. Was Bro. War das? Essig? Ja, Apfelessig. Aber das ist ultra gesund. Du darfst 2 Münzen reinschmeißen. Digga, am Ende, es geht wirklich ums Gewinnen. Okay, die nächste Frage. Harry Kill, ich frage zuerst Alexis. Mit Adrian, Sydney und Jamal Musiala. Was? Adrian? Ja. Ja, ich bin Adrian. Okay, Adrian, sorry. Wie hast du dich vorgestellt? Hi, Alexis. Als Adrian. Okay. Adrian, ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist bodenlos. Das also, ist ich kill den Fußballer, ja, weil ich habe keinen Bezug zu dem. Ist das ein Kollege, den kiss ich und dich würde ich dann wahrscheinlich heiraten. Wirklich? Ja. Aber ich bin ja kein... Es ist ein Spiel, passt schon. Achso, es ist nur ein Spiel. Ja. Ich bin nur ein Spiel für dich. Bei dem machen wir das gleiche Spiel. Und zwar mit Alexis, Taylor Swift und Bad Moms J. Ja. Ich heirate Bad Moms J. Nicht mich? Ich muss sie heiraten. Ich feiere sie einfach. Sie ist übertrieben cool. Ich töte Taylor Swift. Das klingt so hart. Crazy. Ja. Haben nicht voll viele Crush auf sie? Auf Taylor Swift? Ja, aber ich würde sie jetzt auch. Also, sie wäre bei mir auch ganz hinten. Weil Krass. Sie ist einfach von der Person und her. Und deswegen so. Küsse ich dich. Hm. Oh, toll. Ja. Der letzte Shot ohne Riechen. Entweder ohne Riechen oder... Wo sind meine Swifty-Bitches? Slay, bitch. Gar nicht. Warte, der letzte Shot. 4, 3, 2, 1. Easy. Pures, ekelhaftes Zucker. Powerade. Powerade, ah. Das war Powerade? Ja. Okay, 2 Münzen. 2 Münzen für jeden, richtig. Heißt... Du hast dir 8 Münzen verdient, du hast dir die vollen... Ey, Respekt. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ja, warum nimm das Geld? Die fand ich gut, weil so konnte man sich mal kennenlernen. Das konnten wir vorher nicht, also das Spiel war schon sehr wichtig. Die schlechten Nachrichten an der ganzen Sache, euer Date ist jetzt vorbei und wir sehen uns gleich bei der Entscheidung. Was? Was? Nein, warum ist es jetzt schon vorbei? Ich habe das Gefühl, wir haben uns gar nicht kennengelernt. Ich will dich auch noch kennenlernen. Ihr kriegt noch einen 1-Minute-Countdown von mir und dann bauen wir ab. Eine Minute? Wie soll ich... Die Frau hat mega lang schon gelebt, weißt du, da ist so viel noch dahinter, was ich rausfinden könnte. Shadow, komm zurück! Wenn du jetzt noch 10 Sekunden Zeit hättest und du würdest gerne deinen Kindern, bevor du sie das letzte Mal siehst, du bist im Sterbebett, und du würdest deinen Kindern was sagen, was mitgeben auf dem Weg, was würdest du ihnen mitgeben? Ein Zahnseidestick. Das ist deep, Bro. Ein Zahnseidestick? Wild. Die Entscheidung. Der rote Teppich ist ausgerollt und wir wollen wissen, ob die Kandidaten auf ein zweites Date gehen möchten oder sich für das Geld entscheiden werden. Geld. Wird das Schwein von einer Person fallen gelassen? Geld, Bro, Geld. Silbermünzen in Euro ausgezahlt. Tun dies aber beide gleichzeitig, gehen beide leer aus. Wirklich? Hat Zedo Gib Adri das Geld! Den Countdown runtergezählt und beide Teilnehmer halten ihr Sparschwein noch in der Hand. So haben sich beide für das Date entschieden. Die Angaben zum zweiten Date werden von Zedo im goldenen Umschlag überreicht. Das Date ist vorbei. Ihr dürft gerne einmal eure Sparschweine nehmen. Ich bin sowieso sehr gespannt, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Ich weiß, ihr habt gut gevibed so vom Ding her. Trotzdem muss es nicht... Bro, ich würde Adri das Geld gönnen. Alexis ist super lieb, aber die ist halt auch schon ultra reich, also gönn Adri das Geld einfach. Das heißt, dass ihr der Typ für den anderen seid. Und die Frage ist natürlich auch, ob ihr Bock habt auf ein zweites Date. Oder er will nicht geldgeil wirken. Miteinander. Das Ganze finden wir jetzt heraus. Ich habe in einem Umschlag
dein Geld, in einem Umschlag dein Geld und in einem Umschlag das Date. Ich zähle von 5 runter, bei 0 lasst ihr entweder Sparschwein fallen oder nicht. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja! Sorry. Ich glaube, du bist uns eine Erklärung schuldig. Ich habe das Gefühl... So. Null. Sorry. Sorry. Ich glaube, du bist uns eine Erklärung schuldig. Ich habe das Gefühl, das mit uns passt nicht. Als er es fallen gelassen hat, war ich schon enttäuscht. Weil ich dachte, der wird es irgendwie nicht fallen lassen. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin ein bisschen von der Straße, Mann. Und sie ist so ein bisschen vom Cooler. Wir sind cool, aber das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass ich kein Gentleman bin, sondern ein Bad Boy. Und deswegen werde ich überall, wo ich hingehe, Scherben hinterlassen. Wow. Okay. Krass. Der ja, krass. Poet kam gerade raus. Ja, also ich hätte der Sache, also ich fand auch, dass es nicht wirklich so crazy gevibed hat. Es war direkt so gar nicht auf einer Wellenlänge. Aber da ich zu allem meistens immer irgendwie Nein sage und mich nie auf etwas einlasse, hätte ich gesagt, der Sache trotzdem eine Chance gegeben. Oh, und jetzt ist Adri der eine, der bei, wo sie es mal probiert hätte, dann trotzdem... Ich schaue einem heißen Typ dabei zu, wie er auf einen heißen Typen reagiere, PayPal. So nehme ich Lama. Babelinski, danke für den First Time Prime Sub. Gespräch konnten wir uns noch nicht wirklich kennenlernen. Das hast du mega süß gesagt. Ja. Ja, Adrian, was erhoffst du dir? Geld. Was denkst du, hast du denn vorhin am Rad gedreht? Bruder, mir ist das egal, Mann. Ob das jetzt nichts ist, ob das 3 Euro sind, ob das 6 Euro sind. Bei war sehr ist mir krass. Irgendwie, ich feiere das nicht mal. Dass du, okay, never mind. Ja, okay. Also ich, das ist Alexis, ihr Umschlag. Oh. Nein! Tatsache. Ah. Scheiße, hätte ich das Ding fallen gelassen. Nein. Safe bei mir stand 0, Digga. Du kriegst dein Spritgeld. Oh. Fuchs? Okay. Fufi. Wollt ihr wissen, was euer gemeinsames Date gewesen wäre? Ja, ja, komplett. Eine Woche Los Angeles, all included. Nein. Du redest. Nein, das ist crazy. Das ist irgendwie eine Wanderung oder so. Gut. Das sind 2 Phantasialand-Tickets. Ja, juck, kein Schwanz. Alles drumherum, also Essen, pipapo. Real Rap, ich muss das sagen, ich glaube, ein Date in einem Freizeitpark wäre für mich die Hölle, Bro. Ich mag so schon romantischen Kitsch so, aber so dieses in einem Freizeitpark und dann muss man da so ein beschissenes Plüschtier kaufen und dann steht man in so einer Schlange an. Klar, man kann so Fast-Ticket kaufen, aber scheiße ist. Und dann ist man die ganze Zeit in so einer Achterbahn und das ist irgendwie scheiße, Bro. Ja, ich darf dir nimm das Geld hier einmal haben oder nicht haben, ne? Nehmen wir mit. Ich brauche gar nichts. Ich hatte eine geile Zeit. Sie verdient einfach einen, der wirklich sie auf Händen tragen kann. Ja, Mann, ich könnte das nicht. Aber ey, tolle Frau, Mann. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Schaut natürlich unbedingt bei den beiden vorbei. Social-Media-Kanäle. Aber hört euch natürlich auch die Musik an. Und geht auf die Festivals und geht in den Moshpit und was weiß ich. Also ich hätte bei Alexis auf jeden Fall kein Schwein fallen lassen, sag ich dir ehrlich. Ja, danke, Zerro. Und ich finde, dein Song hat sich sehr nach mir angehört, so. Nicht das stimmt ehrlich. Auch. Wir sehen uns nächste Woche gekauft, Sonntag wieder bei ja, einem ja. Video. Hey, yo, Philo, was rockst du heute? Es gab Rabatte, aber ja. Moin. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Wir nicht. Gutes Video, sehr gutes Video.